werden. Mit Rot auf der Innenbahn. Jeremy Doncaster 18 Punkte. Mit Blau, mit Schira 12 Punkte. Und mit Weiß Hans Nielsen 24 Punkte. Und der drin in Gelb kommt jetzt ins Bild. 11 Punkte. Was geht in Hans Nielsen vor? Ein Punkt, den er eigentlich sicher nach Hause fahren muss. Hans Nielsen, noch amtierender Weltmeister aus dem Jahr 1986. Der Startmarschall, er zeigt nochmal Hans Nielsen an, ruhig stehen bleiben. Und jetzt gibt er den Start frei, grün ist gedrückt und der Startmann ist oben. Hans Nielsen, wie kommt er weg? Die Kamera geht groß auf ihn, er liegt auf dem ersten Platz. Platz 1, Hans Nielsen. Auf den zweiten Platz Jeremy Doncaster, auf den dritten Platz Beatriz, auf den letzten Platz mit Schira. Ja, und Beatriz, er greift den Jeremy Doncaster an. Er versucht noch, an ihm vorbeizukommen. Aber Hans Nielsen, groß, mit weitem Vorsprung in Führung. Das könnte der Weltmeistertitel sein. Er müsste jetzt schon ausfallen, um nicht nur und dann wäre immer noch ein Stückchen. Dann hätte er auch ja 24 Punkte. Aber das kann ich mir bei einem Hans Nielsen, bei seinem Maschinenmaterial, nicht vorstellen. Jeremy Doncaster geht klar auf den zweiten Platz. Beatriz zurückgefallen. Was soll's? Beatriz 12 Punkte schreibt so viele hier von Hans Nielsen. Er hat ein sicheres Gefühl. Die letzte Runde ist angezeigt. Die letzten 300 Meter für Hans Nielsen. Er freut sich, er hebt die Hand schon etwas hoch. Und der neue und alte Weltmeister heißt Hans Nielsen für Oxford, für Dänemark. Mit 27 Punkten ist er wiederum Weltmeister geworden. Und die dänischen Fans, die schwenken ihre Fahnen. Die fanatischen, aber fantastischen Fans aus Dänemark, die immer ruhig sind, immer fair sind, müssen wir gleich dabei sagen. Und Hans Nielsen hat es geschafft, sein Titel aus dem Jahr 1986 zum zweiten, zum ersten Mal zu verteidigen. Mit 27 Punkten Weltmeister 1987. Und hier der obligatorische Bank von seinen Helfern, von den Fans, von den Freunden, von den Kameraden.